Ich hoffe nicht. Okay. Soll ich den hauen? Ja, kannst du gerne machen. Okay, warte. Ich bin, ja. Ja, was denn? Ich kenne mich einfach nur mal. Also, ich kenne mich nicht mehr so gut aus. Ich habe auch mal auf Peaceful gespielt. Ach so. Aber der ist auf jeden Fall groß. Das ist so eine Art. So ein kleiner. Boss. Ja, ist schon ein bisschen unfair hier, Gard. Ja, natürlich. Darauf kommt es doch an. Meinst du, Zombies sind fair? Na komm, mach du mal. Komm ich da hin? Ich komme da nicht so hin. So, dann machst du von mir aus. Der ist auch die ganze Zeit bei dir. Ich komm mal rum. Ja. So, hier ist noch ein Pfeil. So, dann brennt er noch ein bisschen. Und das war's. Juhu. Nice. Hallo? So, was ist das denn hier? Alte Urnen von Taumcraft. Cool. Das ist ja taumhaft. So, oh, mega Rubber Sapling. Mein lieber Freund. Okay. Was war das? Eine Falle. Oh. Aber ist ja nichts passiert. Ist eine Falle. It's a trap! Okay, ganz kurz. Ich mach mal ganz kurz den Schleim hier in den Rucksack. Warte mal. Alles in Ordnung da unten? Ich bin fast tot. Oh! Hast du was zu essen? Ich hab gerade gegessen, zum Glück. Oh Gott, der spawnt immer wieder neu! Ja, ich würde sagen, ich gehe mal lieber hier raus. Es ist sicherer. Oh, da ist er wieder. Nee, ach, die kommen. Wo kommt der her? Hier raus, oder? Da muss irgendwo noch ein Spawner. Da muss irgendwo noch ein Spawner übrig sein, aber das ist doch nicht von ihm hier, oder? Warte mal. Nee, komm mal her. Guck mal, der hat einen Kürbiskopf auf der Zombie. Das kann doch von diesem Ding sein. Wir sollten hier alles gründlich ausleuchten. Ich weiß nicht genau, ob das was bringt. Na, ich habe keine Fackel mehr. Oh, ich jetzt auch nicht. Aber ich kann. Ich habe noch Kohle dabei, ne? Wow, das geht richtig nach vorne. Egal, 8 Fackeln. So, warte. Hep. So, da unten vielleicht alles mal kräftig ausleuchten. Weil vielleicht spawnt er da jetzt. Weil es da unten so schön dunkel ist. Der müsste jetzt eigentlich gleich wieder spawnen. Ja, herzenstechnisch geht's hier wieder. Oh, da unten ist wieder ein Zombie-Kopf. So. Okay. Rotten Zombie-Flash habe ich jetzt genug. Ich hoffe nur, der spawnt nicht jetzt. Das wäre nicht so geil. So, Sekunde. Zombie-Kopf haben wir. Gehirn, Rotten Flash, lalalala. Der kommt aber nicht wieder, ne? Nee, jetzt haben wir Ruhe. So. Sealed Notebook von Mystcraft. Vielen Dank. Yellow Page, Apprentice Ring, Knowledge Fragment, Mega Rubber Sapling, Uncommon Treasure, Gunpowder. Können wir das mitnehmen? So, ich nehme das hier mal ganz kurz mit. Alles Mystcraftische kommt hier auch mal rein. Und ganz ehrlich, der Zombie-Kopf kommt hier auch rein. Ich muss das mal wieder aussortieren. Das hilft ja nichts. Ich weiß, die Beutel kann ich auspacken, mach ich gerade noch nicht. Was ist mit den Uhren? Ich glaube, die kann man abbauen. Ich weiß nicht, wozu die gut sind. Oh! Was haben wir denn hier? Da sind Münzen drin. Was haben wir denn hier? Splash Potion of... Ah, hier, warte mal, ich geb dir das mal. Was oben denn? Gleich. Was denn? Ich hatte da eine Potion drin. Cool, ich habe Münzen gesammelt oder sowas. Hm, warte. Oh Gott. Es ist... So, warte. Ah! Sei froh, dass es nicht bei der Insel passiert ist. Sag mal, es ist eine fucking Leiter. So, warte. Hier. Oh, cool. Vielen Dank. Was ist das? Achso, hier. Gold Coins und das ist Splash Potion of Invisibility. Ach, cool. Vielen Dank. Die packe ich. Ich mache uns mal ein schönes Potion-Regal später. So, okay. Das haben wir erforscht. Problem ist nur, draußen könnte es Nacht sein und wir haben Monster an. Du hast keine Rüstung an, ne? Ist nicht so gut. Nein, ich habe keine. Ich verlasse mich jetzt auf dich. Okay. Ja, gut. Ich wollte eigentlich gerade. Wir können doch mal schnell hier drin schlafen. Okay. Magst du mit mir in einer alten Ruine schlafen? Soll ich die Tür irgendwie zubauen? Nein, warum? Okay. Der Nervenkitzel. Leben am Limit. Der Nervenschwitzel. Okay. Also ich leg mich dann mal. Ich leg mich hier hin. Ja, warte. So, hier. Ich bin bereit. Zum Schlafen.
So. Gut. Juhu. Undying Fury Zombie. Ach du, der war Undying, oder was? Ach so, das heißt, deswegen ist er. Aber der ist doch danach gar nicht mehr gespawnt, dass du. Ich glaube, weil, vielleicht war es hell. Vielleicht war es hell. Hm. So. Noch irgendwo Creeper? Wahrscheinlich bei meinem Glück, ja. Boah, das ist so krass hier. Guck mal. Was? Haben wir noch Monster irgendwo? Was? Ja, kann sein. Ja, da sind Creeper. Da sind zwei Creeper. Oh, ätzend. Willst du doch wieder zumachen, ausmachen? Ja, kann ich gleich machen. Oh, ich habe einen Creeper-Kopf gefunden. Juhu, die Menschen aufhängen. Okay, warte. So, die Ding. Okay, ich mach mal wieder aus. Ach, da ist eine Höhle. Sollen wir mal kurz reingehen? Hier im Bär. Jetzt habe ich Monster ausgeschaltet. Jetzt lohnt sich gar nicht mehr. Hä? Ach, Quatsch. Einfach einmal reingucken. Die Leute fragen, ob du auch streamst, aber nein, die Pan spielt gerade einfach nur so mit. Ja. So. Ist ja auch mal ganz anders. Hier ist Redstone. Ja, Redstone. Was? Fire Infused Stone. Kenn ich gar nicht. Oh, so. Wie auffällig der ist. Ah, ja, genau. Der ist von Towncraft. Hab schon Angst vor dem Tag, wo ich das alles benutzen muss und wissen muss. Es ist ja übrigens scheiße dunkel, wollte ich mal ganz kurz sagen. Ja, ich habe keine Fackeln. Ich habe auch keine Fackeln mehr, aber Holz habe ich noch ein bisschen. Okay, ich sehe hier aber gerade Kohle. Moment, ich mach gleich, ich mach kurz Fackeln. Kohle. Wo haben wir denn die Spitzhacke? Da. Kohle dran. Ich mach mal ein paar Fackeln nochmal. So, dann haben wir hier Kohle. So, 64 Fackeln. Ich frage mich, wie viel Fackeln man so im durchschnittlichen Leben verbraucht. Mal kurz Dynamic Lightning an. Achso, Active Quest wollte ich gar nicht. Ich wollte Lightning. Das hier ist irgendwie verdächtig hier unten. Hier ist alles schwarz und in der Mitte ist ein Salt. Das ist normal. Das ist ganz normal. Ja. Salz ist immer so ganz random zwischendurch und immer sehr auffällig. Okay. So, es ist hier sehr... Es geht gleich weiter. Was denn? So, nee, ich wollte nur wieder raus, weil es hier wirklich sehr dunkel drin ist. Sehr, sehr dunkel. Okay. Kommen Sie doch mal mit, schöne Frau, kommen Sie doch mal mit. Hier habe ich die Scheiße her. Hier hast du die Scheiße her. Ja, hier aus dem... Poloch. Was passiert denn, wenn man da reinspringt? Ach so, ins Poloch? Ja. Dann erlebt man ganz tolle Abenteuer, die geriffelt sind am Rand. Bin ich bestimmt den Meist von Tobi wieder. Wo bist du dahin? Unten Saletti. Was? So, ich warte kurz. So. Huch. Bei mir baut doch gerade alles neu auf. Und wir lassen die Berge weiter. Es ist so groß. Die Berge sind ziemlich geil. Also das muss man einfach sagen, die Berge sind schon ziemlich geil. Die Saletti-Berge von Tobi Stinson. Tobi Stinson! So. Yo, Schlange. Was geht, Schlange? Ich dachte, du lebst hier vegan und tust kein Tier was zuleide. Das sind Schlangen. Ja. Und die sind ja wohl eindeutig für den Sündenfall verantwortlich. Das habe ich in so einem Buch gelesen, das muss stimmen. So. Warte mal, das nehme ich mit und da drüben sehe ich, was ist das denn? Aluminium! Okay, warte. Gunpowder. Oh! Was denn? Nee, schon gut. Da hinten, was haben wir da hinten? Achso, ich habe noch was für dich, übrigens. Ja, was denn? Hier. Na, danke schön. So viel Zeit muss sein. Die esse ich gleich alle auf. Hier, Kacke. Hier habe ich uns ein Spa-Wochenende gebucht. Mit einer richtigen Schlammpackung. Schön. Kann man da nicht reingehen? Ja, mach doch mal. Soll ich machen? Mit Arschbombe. Okay, warte, mit Arschbombe von hier drüben. Okay. Sag Bescheid. Chimanimo! Okay. Oh, wie das stinkt. Oh, wie das stinkt. Oh. Ja, das war. Boah, das ist das Moor des ewigen Gestankes. Okay, jetzt geht's wieder. Oh.
Oh. Sollen wir da rein? Was ist das denn? Ach so, Hüte. Da schwimmen wieder Hüte. So, finde ich gut mit dem Gravier. Hast du eigentlich schon mal so einen Unterwassertempel gefunden? Nee, noch nicht. Also im alten Minecraft-Let's Play, da ja, hier noch nie. Ich habe das noch nie gesehen. Also wirklich noch nie. Auch nicht mal in einem Video oder so. Ich wollte mich überraschen lassen immer. Hm. Das ist, glaube ich, auch selten, oder? Schmeißt du wieder mit Sachen um dich? Aber ich guck schon immer, irgendwie, wenn ich mit dem Boot fahre, ob ich irgendwo was finde, aber nö. Ja, Boot oder was? Ich glaube, wir sind hier noch nicht richtig, oder? Wie, oder willst du noch weiter rein? Ja, klar, noch weiter rein. Ach so, ja, gerne. Ich dachte, wenn wir schon mal hier sind, dann... Okay, warte, ich mach mal... Ich muss auch noch mal schnell ein Bötchen machen. Ach, verdammt, ich habe kein Holz. Ich brauche einen Baum. Ich habe zu viel Erde, habe ich jetzt. Für einen Kackstift habe ich, glaube ich, noch zu viel Erde. Ich muss mal ein bisschen Erde wegschmeißen. Hast du noch genug Holz? Weiß ich nicht. Hui! So. Yeah. Das sieht einfach so falsch aus. Und sie kommt wieder zurück. Warte. Wie sieht's denn aus? Ja, es sieht aus, als würde ich aus dem Mund kacken. Das sieht wirklich aus, als würde ich aus dem Mund kacken. Ja. Warte. Hätte ich vielleicht eine Scheiße-See machen sollen. So, warte. Wie viel habe ich denn noch? 8. Hier 54, da kann die Hälfte auch nochmal weg. Die 2 Gitter behalte ich mal. Was habe ich denn hier noch? Diorit kann weg. Cobblestone kann weg. Wieso tauchst du da gerade rum? Willst du meine Mundkacke aufsammeln? Ich glaube, das ist das Nächste, was ich hier versuche. Ich gehe einfach nochmal auf Achse, wenn ich einen Atlas habe, natürlich diesmal. Und dann zurück in den Unterwassertempel. So. Das kann aber dauern. Nee, ich habe Zeit. Naja, ja, eigentlich nicht. Ja, klar. Eigentlich so. Nicht. Aber wo ist denn die Werkbank? Oh, das war meine Werkbank, oder? Da vorhin? Okay, warte, ich gebe dir eine. Nee, schon gut. Ich mache einfach eine. Schon gut. Okay. Ich muss die eh mitnehmen. So, du brauchst auch ein Boot? Genau. Oder, nee, man kann nicht zu zweit in einem Boot, ne? Nee, das geht leider nicht. Okay. So, das nehme ich mit. Hier ein Boot. Ich leg's mal lieber hier oben hin. Danke. Das ist so. Wir müssen, glaube ich, in diese Richtung hier. So. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Ja. Okay, das war nicht so gut. Ah, jetzt. So. Deine Füße gucken raus. Ja. Ich weiß nicht genau, wie weit das Wasser geht. Wir versuchen mal möglichst lange im Wasser zu bleiben. Das ist ein fetter Lachs. Oh, lecker. Ich meine, oh, schön, der Lachs. Du meinst, oh nein, oh, der arme Lachs. Hier kommen wir nicht weit, weil hier ist überall Eis. Wir müssen, glaube ich, andersrum. Boah, ich bin gespannt. Oh, nein. Ja? Andersrum. So, warte. Wir müssen mal ganz kurz hier um den eisigen Zipfel rum. So, eisiger Zipfel heißt... Nein! Was ist denn jetzt? Ich glaube, du bist gegen das Eis... Ja, das Eis war voll weit weg. Echt? Ja, egal. Ich glaube, also von mir aus sah das so... Okay. Oh, und jetzt? Komisch. Ach so. Ja, komm hier um den Zipfel rum. Ich gehe zu Fuß, du kannst mit dem Boot schwimmen. So. Piu! 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 Bist du weiter mit dem Boot? Ja, nö. Ach, ich gehe hier drüben einfach an Land. Okay, dann. Wenn dahinter allerdings noch zu viel mehr ist, nee, ich glaube, da geht's weiter. Wupp. Okay. So. Mal ganz kurz gucken. So. Ich habe keine Ahnung, wo wir heute hinkommen. Ich habe keine Ahnung. Wo bist du denn? Ich bin hier hinten. Bin gleich da. So, mit dem Holz in der Hand. Ich um mein Holz. So. Hier sind vor allem über diese Eisberge. Hier sind auch wieder diese Eisberge. Ja, sind die denn wieder so hoch? Du kommst, ne? Sind nicht ganz so hoch, die sind ein bisschen hoch, aber nicht ganz so. So ein bisschen hoch. So, sind aber Eisberge. Ich glaube, Backseat Gaming ist zurzeit wieder real.
Das ist eine Backseat Gaming? Wieso, was ist denn da los? Backseat Gaming. Ich habe nur gerade so einen kleinen Blick in den Chat gemacht. Was hat Pan auf den Kopf? Ihm! Haare. Nein! Ich habe einen kleinen Gronkh auf dem Kopf. Was? Zumindest, ja doch, ich finde schon, das sieht dir ähnlich, also deiner Figur. Ist das auch Lesbenspans Gronkh? Oder ist ja, das ist der klassische Gronkh? Oh Mann, es tut mir so leid. Ach ja. Okay. So, was sind das hier für Blöcke? Warte mal. Das Eis, glaube ich, ne? Hartes Eis, habe ich noch nie gesehen. Hartes Eis! Ah ne, US Cold Eis. Was sieht schön aus, Sacrifice. Ja, bei den Eis würde ich mir noch. Bei den Eis würde ich mir noch so ein bisschen was vom Shader wünschen. So, ja, ja, das stimmt. So ein bisschen mehr Reflexion und so, ne? Mhm. Ich mache hier mal ganz kurz. Der kalte Kanal. Hört sich komisch an. Oh, passt gut. Der kalte Kanal. So. Hört sich. Ich weiß nicht. Wir sollten mal wieder irgendwo übernachten. Soll ich eine Fackel halten, solange? Warte, ich kann auch. Ich habe das Lighting bei mir ausgemacht. Und hier ist das nächste Meer. Es war so klar. Ah, verdammt. Aber wir sollten vielleicht irgendwo pennen. Auf dem Eis? Ich weiß nicht, ob man Betten auf dem Eis aufstellen kann. Das, ich glaube nicht, oder? Nö, geht nicht. Okay, dann... Hier drüben? Hier, guck mal, hier geht's. Warte, ich baue uns hier eine Nische, komm. Nee, hier, guck mal, hier geht's. Ach, Menno. Oder? Snow? So, hier. Hier, guck mal, hier. Ach so. Ah, die feine Dame will Abstand halten, das verstehe ich natürlich. Na, Quatsch. Ich rieche stark, so. wenn ich im Schlaf transpiriere. Ja, die Zwiebeln wieder. Ah. So, ja, ja, Albtraum. So, jetzt nehme ich dein Bett. Du hast die Kamera gerade an, ne? Nein. Wieso? Im Chat steht, hey, die neue Wohnung ist im Hintergrund genauso eingerichtet wie die alte. Ja, komisch. Ja, woran liegt denn das nur? So. Vor allem das Regal ist 1:1 nachgebaut, weil ich vorher alles angeklebt habe. Bist du wieder rot? Ja, ich hoffe, ich habe nur bald noch genug. Warte, ich... Oh, oh. Ah, doch, das reicht noch. Ah, ich habe nur drei. Ich habe drei Holzblöcke. Warte. Ich krieg's noch hin. Hast du noch ein Boot? Nee, ne? Nee, leider nicht. Jetzt aber. Dankeschön. Oh. Vorsicht. Hinter dir. Was denn? Hinter dir. Ach da. Es rutscht. So. So. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Ich meine, irgendwann muss das mit dem... Ja? Guck mal nach oben. Guck mal nach oben. Nee. Zwei Inseln. Ja, jetzt ist natürlich die Frage. Was machen wir da gehe ich nicht hoch. Also Nein? Ich baue mich nicht aus dem Meer mit einem Kackstift zu diesen Inseln hoch. Bei aller Liebe. Also irgendwo jetzt auch mal auf. Aber dann kann man von oben aus direkt schön, da kann man richtig schön ins Meer springen. Ist auch geil. Ich mache das später so, ich werde alle diese Inseln verbinden mit einem Minenkartsystem in der Luft. Was ist das denn? Kannst du das bitte wirklich machen? Was ist das? Wo wir gerade bei Kackstift... Was ist das? Hä? Was ist das? Towncraft? Es ist eine Ölquelle! Nee, ach wir haben eine Ölquelle gefunden! Cool. Oh, mein Boot schlägt leck. Jetzt ist natürlich die Frage. Du hast nicht ich markiere mir das im Atlas. Ich markiere mir das im Atlas. Und da hinten haben wir auch eine. Was? Noch eine? Hier hinten müsste noch eine sein. Warte, ich fahr mal hin. Warte, ich markiere mir das kurz im Atlas. Ich weiß noch nicht genau womit. Öl. Das darf George Bush nicht rausfinden. Hier. Das markiere ich damit. Ja, hier hinten ist noch eine. Schwarzes Gold nenne ich das mal. Schwarzes Gold. Codewort schwarzes Gold. So, wo ist noch eine? Hier hinten. Warte. Die ist sogar noch größer. Ja. Da können wir bald. So. Ach, wie süß. Wie dominant er gegenüber Frauen ist. Er bestimmt, wo geschlafen wird. Er bestimmt, was gemacht wird. Er bestimmt einfach alles. Ja, aber was soll die Scheiße denn hier? Ja, es tut mir leid. Ich bin einfach Domino gegenüber Frauen. Ich fühle mich einfach total unterdrückt hier. Ja, ja, klar. Ja, natürlich. Jetzt wissen die Leute das mal, ne? Ja, natürlich. Naja, nichts hier, Regierung. Was? Ich liebe solche Kommentare. Ist doch voll geil. So. Kannst du eine davon anzünden? Nein. Du machst hier nur, was ich sage. Das ist noch eine Ölquelle. Eine dritte Ölquelle. Yo. Okay.
Schwarzes Gold. Aber da kommen wir nicht, ne? Weil da ist wieder ein kleiner Berg. Schwarz, geil. Okay. Schwarzes Gold. So. Ich muss das eben, ich muss die dritte nochmal schnell markieren. Sekunde. Jo. So, anzünden. Nein, ich zünd die nicht an. Ich zünd doch keine Ölquellen an. Was ist denn falsch mit euch? Ihr alten Umweltsünder. So, wenn man da reinschwimmt, müsste man eigentlich mit dem Boot nach oben kommen, oder? Normalerweise. Die müsste einen ja hochsprudeln, eigentlich. Hm. Wie hast du damals den Unterwassertempel gefunden? Ja, der war einfach da. Nee, ich meine, bist du einfach auch mit dem Boot übers Meer und hast du ihn dann irgendwann gesehen? Oder war der nahe der Insel? Weiß ich nicht. Auf der du warst. Ich finde das super interessant. Das weiß ich nicht. Okay. So. Okay, wollen wir weiter in die Richtung? Ja, gerne. Cool, Alter, wir haben Öl gefunden. Voll geil. Ist ja jetzt in den Folgen hier mächtig was passiert, ne? Ja, wir finden hier voll viel. Ich freue mich gerade voll. Du bist voller Glücksbringer. Was ist denn los? Ich liebe erkunden. Ja, ich aber mach immer irgendwo was eine ich kleine Hütte und dann. Oh ja, oh, Entschuldigung. So. Oh. Und nenn mich bitte nur Sultan. Sultan. Ich habe noch ein altes Handtuch, das binde ich dir dann gleich um. Oder ja. Nenn mich, Weltraumkapitän Superstar McHammergeil. Ja, irgendwoher kenne ich das doch. Komisch. Verstehe ich nicht. Aber nenn mich bitte so. So. Rapture wolltest du noch bauen, oder? Ja, Rapture kann man hier auch mit dem Öl und so, ne? Das passt natürlich auch super. Nee, allgemein, da freue ich mich. Was ist das denn jetzt hier? Der hat ja jetzt einen Creeper-Kopf auf? Ja, aber siehst so einen komischen, auch? So einen Trololo-Creeper-Kopf, glaube ich, oder? Voll cool. Hallo? Guck mal. Bitte? Ich dachte, er guckt jetzt, aber der guckt nicht. Okay, pass auf. Wir fahren mal kurz hier dran vorbei. So. So. Ja. Aber dran vorbeifahren war eh nur so eine Mini-Insel. Ah, Wetter ist schön. Wenn wir eine Mini-Insel haben, sollte gleich wieder was Großes kommen. So, warte. Bist du noch da? Ah, ich sehe dich dahin. Ja, ich bin noch warte, da, ich warte noch ein bisschen. Du bist sehr weit entfernt. Hä? Ich bin gar nicht weit entfernt. Ja, ja. Naja, schon. Nö, Quatsch. Ein bisschen. Also Kraken anzünden. Was ist denn hier? Ach, die Leute. Das sind schwimmende Kalamari. Noch mehr Öl! Wo? Warte. Jau! Boah, was für ein fettes Imperium. Ich nenne es das Pimperium. Das ist doch super. Okay, halt. Nein, ich will gar nicht. Ich will mal anhalten. Okay, warte mal, das. Da baut sich was auf. Schwarzes Gold. So, im Vorbeifahren einfach mal kurz markiert. Wollen wir die Insel hier auch umfahren? Ja, ich weiß nicht, ob das Festland ist. Es sieht ein bisschen breiter aus. So, oh oh. Mein Boot schlägt leck, oder? Ich weiß gar nicht, was das war. So, hier außenrum vielleicht mal gucken. Zünd mal Pan beim Schlafen an. Was? Oh, Öl und noch mehr Öl. Was? Hier, links von dir. Alter, wie viel Öl. Öl. Da braucht man so viel? Ich weiß gar nicht, wie viel man braucht. Ich mache hier nur eine Markierung rein. Das muss ja reichen, sonst haben wir hinterher so viele. Schwarzes Gold. So. Ganze Map ist hinterher nur voll schwarzem Gold. Wieso ist Öl eigentlich nicht weiß? Voll rassistisch. So. Okay. Achso, siehst du mich noch? Ja, ich sehe dich noch. Okay. Ich will nämlich nicht wegfahren. Weil, wenn wir uns jetzt verlieren. Dann bin ich verraten. Ja. Hui. Ich habe am Anfang wirklich einen Wal gesehen. Okay. Die Frage ist mit dem Öl, was machen wir später? Das müssen wir, glaube ich, alles abpumpen und dann irgendwie mitschleppen. Wo der? Vielleicht muss ich auch nicht alles an Öl markieren. Vielleicht ist es echt inzwischen so viel, aber ich habe sonst nie welches gesehen. Nie. Wo bist du? Achso, warte, bleib mal da. Ich komme ja zurück. Ja. Du bist irgendwie in den Berg reingefahren und dann bist du despawned bei mir. Ja, ja, ich fahre immer in den Berg rein. Das ist das, was ich mache. Da ist meine Betthöhle. Bist du. Hallo. So. Was war das bitte jetzt? Oh, du hast kein Boot? Nein, dann fahre ich mal weiter. Tschüss.
Wo ist, hey, wo ist so. Das Boot jetzt? Ich hole mir da vorne ein bisschen Holz. Der einzige Baum auf der Insel. Hat so ein bisschen was von Robinson Crusoe. Das tut mir leid, lieber Baum. Der wächst nach. Oh, jetzt ist auch mein Boot kaputt. Ah, ja, da ist es. So. Der Baum wächst nach, ich bin mir nicht so sicher. Ja, machst du mir auch ein Boot? Deppling runter. Ja, Moment. Ach ja, ich guck mal ganz kurz in den Schatt. Ich hoffe, es gibt auch erneuerbare Energie. Tatsächlich, lustigerweise, ich glaube... Wie heißt denn Solar auf Englisch? Gibt's das auf Englisch überhaupt? Eins. Hatten wir nicht auch so... Solid Air. Hatten wir nicht auch Solarblöcke? Also hier Solar... Wie heißt das nochmal auf Englisch? Ich suche nach Solar, ich Idiot. Wie heißt das nochmal? Ich glaube, wir haben das aber. Wir haben das aber, das liefert aber nicht so viel Energie. Oh, hier vorne liegt das Boot. So, was? Hier vorne liegt das Boot. So. Dankeschön. Dankeschön. Solar heißt Solar. Okay. Oder Voltaire-Anlagen. Wir haben Voltaire. Ich glaube, wir hatten aber Solar tatsächlich. Ich weiß noch nicht wo. Windräder weiß ich nicht. Muss mal gucken. Ups. So. Wow. Du bist sehr schnell unterwegs. Ja, irgendwie schon. Ich glaube auch falsch rum. Nee, so. Ja. Ah, schön. Ich habe keine Ahnung, wo wir hinschwimmen. Und ich gucke immer nach unten in den Ozean, ob ich da irgendwie so einen Tempel finde oder sowas. Boah, das wäre so cool. Ich gucke auch schon die ganze Zeit. Leider ist da nichts. Hm. Da, 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 da. Okay, übertrieben viel Öl ist es jetzt nicht. Ich dachte jetzt, wir haben jetzt überall nur noch Ölquellen, aber das geht eigentlich. Wir haben übertrieben viele Oktopoden. Vielleicht sollte man die mal in erneuerbare Energie umsetzen. Ja, irgendwie dachte ich gerade, okay, da, wo wir ganz viele von den Viechern haben, sind auch immer die Ölquellen, weil da waren ja gerade immer echt viele, aber. Ich glaube, das ist immer random. Huch. Baut aber ja auch gerade die Welt wieder neu auf. Ja. Ja, hat er bei mir auch gerade. Und es war gerade irgendwie, als würde ich auf einer richtig großen Welle reiten. So. So, hier haben wir eine kleine Insel. Aber ich glaube, das ist nichts. Wir sind hier, glaube ich, wir sind gerade im Ozeanbiom und jetzt wird es dunkel. Mhm. Was ist denn das hier? Ah, ein Dschungel. Das ist eine Insel mit zwei Bergen. Aber ich glaube, da können wir auch, die können wir umschiffen. Das ist leider nur eine Insel. Gehen wir mal nicht verloren. Wann jetzt nachts? Ich leuchte. Vielleicht ist es doch keine Insel. Oh, ich leuchte auch mal. Dann siehst du mich besser, oder? Mhm. Ja. Oh nein, Regen, wir sollten irgendwo pennen. Lass mal hier anlegen gerade. Ja, Moment. Sonst gehen wir nämlich verloren, das ist nicht so gut. Das sieht ja schön aus da oben. So. Wo denn anlegen? Hier. Mein Boot ist jetzt eh kaputt. Siehst du mich noch? Ja, es lädt noch nicht bei mir. So, jetzt. Okay. Ja, Mann. Ja, Mensch. Mann. Hä? Ist mein Boot jetzt weg? Was? Ich hab mir gerade voll geportet. Ich glaube, der Server ist gerade wieder. Yeah. So, wollen wir romantisch am Strand schlafen im Regen? Ja, gerne. Das ist so viel Romantik hier. Da zieh dich mal warm an. Da fliegt mir die Hose weg. So. Okay. So, einen Moment. Sehr, sehr schön. Okay, ich sammle mal ein bisschen Holz, damit wir wieder ein bisschen was haben für neue Boote und sowas. Weißt du, wie lustig das einfach wäre, wenn wir jetzt wieder auf dieser einen Insel wären? Auf welcher? Oh, warte. Naja, diese Insel, Deutsch. Ins Schneebiom gekommen sind. Oh Gott, hupsala. Schneebiom. Also hier ist irgendwo eine Giftpflanze. Ja. So. Oh, ich will mal was ausprobieren. Wieso mache ich das mit der klassischen Axt eigentlich noch? Denn ich habe doch jetzt meine wunderbare Iron Lumber Axe. Die haben wir doch jetzt gebaut. Die will ich gleich mal ausprobieren. So sieht die aus. Hui. Und wenn ich jetzt diesen Baum hier, mal gucken, was passiert. Nichts.
Er erkennt ihn nicht als Baum an. Großartig. Was soll denn dann passieren? Ja, so baut er jetzt 3 Blöcke auf einmal ab, aber normalerweise müsste er den ganzen Baum auf einmal abpflücken und das funktioniert offenbar noch nicht so richtig. Naja, dann nehme ich halt die hier mit, dann haben wir ein paar fliegende Bäume hier. So, was machst du denn da? Nee, ich habe nur ein paar Beeren gegessen, die ich noch da hatte. Ach so. Ich will mich nicht beschweren, aber isst du Beeren? Ich esse Beeren. Warte, immer gucken. So, ja. Oh, sieht schön aus hier. Ja, ne? Ist so friedlich. Da muss erstmal der Mensch kommen und alles einreißen. Natürlich. Ach, da oben bist du. Hier. So,